Hey, Kate, sag mir doch mal, wo deine Auflaufformen stehen. Warum? Weil der Kater nicht in den Toaster passt. Ist nur Spaß. Ich mach mir ein Sandwich mit Erdnussbutter. Wo hast du den Mixer? Versuch es diesmal ohne Mixer. Und pass auf, dass keine Haare in die Butter kommen. Vorschriften, Vorschriften, Vorschriften. Keine Haare in die Butter kommen. Schon gut, also ich gehe jetzt duschen. Ich bin dabei. Ich bin alleine duschen. Vielen Dank. Schon gut. Aber verbrauch nicht das ganze heiße Wasser. Du erlaubst. Ich habe nichts gesehen. Und bleib vom Fenster weg. Wir haben eine sehr neugierige Nachbarin, Mrs. Ochmanek. Ochmanek? Klingt nach einer echten Type. Ich warne dich. Zeig dich nicht. Sie lässt dich glatt einsperren. Trevor, gibt es sowas wie eine Kreuzung zwischen einem Känguru und einem Erdferkel? Mach dich nicht kleiner, als du bist. Och, ich spreche doch nicht von mir. Ich meine das komische Ding, was mich von drüben aus dem Badezimmer anstarrt. Was ist los? Wo denn? Ich kann nichts sehen. Also eben in der Sekunde war es noch da. Und ich glaube, es hat sich rasiert. Ja, genau. Und ich bin George Washington. Hilfe! Ich habe mich in der Garage eingeschlossen. Ich bin ohne Nahrung. Es soll bitte jemand bei Pizza Bark anrufen und eine Riesenpizza bestellen. Mit allem drauf, was es gibt. Ach so, ja richtig. Das heißt mit allem außer rote Beete. Bitte dazu sagen, keine rote Beete. Oh, die Sache hat sich erledigt. Meine Wärter sind da. Das wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, ich werde ohnmächtig. Wir bitten um Vergebung wegen der Verzögerung, Lord Chambay. Du musst ziemlich hungrig sein. Es reicht nicht mal für ein Tischgebet. Tischgebet? Helen, wollen wir beide Wettsprungen aus dem Fenster machen? Vielleicht später. Ich schlag dich um 3 Meter. Ach, nein, danke. Ich werde einen Brief an meinen Freund schreiben. Was ist mit dir, Kate? Ich weiß gar nicht, wie man spuckt. Aber das ist ganz leicht. Nein! Schon gut. Mach dir bloß keinen Fleck ins Hemd. Also dann zeige ich der Polizei mal meinen nackten Hintern. Mach mal Platz da. Nein! Deine Augenlider werden schwer. Du wirst ganz müde. Deine Pfoten schlafen ein. Du bist jetzt keine Katze mehr. Du bist ein Krapfen. Was machst du denn? Hey, was ein Schreck. Du solltest eine Glocke um den Hals tragen. Was geht denn hier vor? Ach, ich wollte Lucky nur beibringen, die Uhrzeit zu lesen. Zeig mal, Billy, was du gelernt hast. Du wolltest ihn hypnotisieren, nicht wahr? Na schön, du hast uns ertappt. Ich dachte, so wird er besser mit seinem Raucherproblem fertig. Hallo, wie wär's mit mir? Wofür? Na, auf Brian aufzupassen. Was sagst du dazu? Bitte. Hältst du es für richtig, dass sich ein Außerirdischer in unserer Wohnung Psycho ansieht, während unser Sohn im Nebenzimmer schläft? Hey, null Problemo. Lass mir nur den Schlüssel zum Schnapsschränkchen da. Vielleicht kriegen wir Mrs. Ochmanek dazu, aufzupassen. Gute Idee. Ich rufe sie an. Beruhigend, welches Vertrauen ich hier genieße. Alf, 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 wenn du schon nach dem Schlüssel zum Schnapsschränkchen fragst. Was ist denn dabei? Das war doch nur Spaß. Haha, hast du das wirklich nicht bemerkt? Glaubst du, ich käme auch nur in die Nähe des Schnapsschränkchens oder würde meine Augen auch nur eine Sekunde von dem Kleinen lassen? Na komm schon, denk doch mal selber drüber nach. Das war doch nur ein Witz, Mann. Ein Witz? Ja. Ein Witz. Natürlich. Entschuldige, ich habe das falsch verstanden. Ich habe auch nicht gewusst, dass du Witze machen kannst. Das sind deine Lieblingssachen. Warum willst du sie verkaufen? Ich möchte auch meinen Teil beitragen zu eurem Garagenverkauf. Es liegt mir daran, der Familie in ihren finanziellen Nöten zu helfen. Und zwar bis 5 Uhr. Aber wir haben keine finanziellen Nöte. Wenn du wüsstest. Was? Gar nichts. Hier ist doch mehr von deinem Zeug, Alf. Ach, sieh mal, ein Sprinky.
Hey, Vorsicht, mach mir da ja keinen Knick rein. Dafür muss ich mindestens 500 Mäuse haben. Kriegst du nie. Nein? Also dann, was ist damit? Ein original melmarkanisches Überlebensmesser. Es hat ja keine Klinge. Naja, das Leben auf Melmark war nicht so gefährlich. Spring! 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 Spring, Willi, spring! Landung, Ronny. Wie war das? Ich denke, die Rolle kommt direkt, wenn du gelandet bist. War denn da eine Pause dazwischen? Da war Zeit genug, um eine Pizza zu holen. Oh, wäre ein guter Gedanke. Gute Idee. Weißt du, Alf, ich habe heute Nacht einen seltsamen Traum und du warst mit dabei. Im Ernst? Ja, es war ganz eigenartig. Da warst du und diese drei Jungs, mit denen Kate früher gegangen ist. Was ist daran eigenartig? Naja, was hattest du da zu suchen? Na, wenn du es schon erwähnst. Ich glaube, Kate ist in letzter Zeit ein bisschen hinter mir her. Vielleicht verwechselst du Freundlichkeit mit irgendwas ganz anderem. Du meinst, ich hätte ihr keine Blumen schicken sollen? Hast du meiner Frau Blumen geschickt? Okay, die Pause ist vorbei. Machen wir weiter mit dem Training und unterlassen wir das müßige Geplauder. Fröhliche Weihnachten. Wer weiß, wann wir wach sind. Es ist der Tag der Weihnachtsbescherung. Ich habe schon alle Eier versteckt. Eier verstecken wir zu Ostern, nicht an Weihnachten. Oh, stimmt, ja. An Weihnachten werden die Tannenbäume geschlachtet. Versuchen wir mal weiter, die Feiertage klarzukriegen. Ich mache inzwischen Frühstück. Das wird nicht mehr nötig sein. Das Frühstück habe ich schon gemacht. Heiße Würstchen mit Glasnudeln. Dann gehe ich erst mal die Eier suchen. Aber wieso hast du Frühstück gemacht? Wegen der Liste. Was für eine Liste? Vom Weihnachtsmann. Du weißt schon, der fette Kerl im roten Samtmantel. Nein, hat mich eingeweiht, dass der alles beobachtet, was wir tun und auf einer Liste notiert. Und nur wenn deine guten Taten überwiegen, dann kriegst du dein Spielzeug. Du hast es gut, Lucky Maus. Oh ja. Haha, wer hätte gedacht, dass der Tag kommen würde, wo es mir erlaubt ist, dich zu füttern, ja? Haha! Augenblicklich bin ich völlig unangreifbar, sozusagen. Augenblicklich würde ich glatt mit einem Mord durchkommen, sozusagen. Augenblicklich könnte ich zum Beispiel rüber zum Kühlschrank gehen, schnapp mir zwei Scheiben vom köstlichen weißen Toastbrot und ein bisschen Mayonnaise und mach mir ein schnuckliges SLT. Schinken, Lucky und Tomaten. Ja, das könnte ich machen. Und niemand würde sich trauen, auch nur mit dem Finger auf den ollen Alf zu zeigen. Nee, die würden eher Willi die Schuld zuschieben, bevor sie mich verdächtigen. Hm? Ja, das könnte ich machen. Aber ich tue es nicht. Und warum tue ich es nicht? Weil sie mir blind vertrauen. Hm? Aber verlass dich nicht allzu sehr darauf. Ja, ich heiße Alf und ich komme von einem Stern. Und ich kann nicht zurück und das habe ich gar nicht gern. Ich mache das Beste aus meiner bösen Lage und tue so, als wären das alles Ferientage. Yeah! Und so sitzt der olle Alf ganz ehrenbürgerlich und singt den Weltraumschaffel für dich. Jetzt du, Lynn. Hallo, wie geht's? Mein Name ist Lynn. Mein Weltraumfreund ist ein echter Gewinn. Er hat ein Fell und ist so hoch wie breit. Ich würde gern noch singen, aber hab keine Zeit. Gut, gut. Seht mal, wer da kommt. Jetzt ist Willi mit dabei und schaltet sich mit ein in unsere kleine Blödelei. Also gut. Ich würde gerne Alf, doch ich muss mich sehr beeilen, denn ich muss Lynn sagen, dass sie ihrer Mutter helfen soll. Das reimt sich ungefähr so wie Gustav auf Gasthof. Doch, gar nicht erst versucht. Du kannst jetzt auch rauskommen, wenn du willst. Hey, Willi, hör dir das mal an. Und sag mir, wann die Schmerzgrenze erreicht ist, okay? Jetzt! Action!
bleib doch lieber beim roten Pyjama. Gut, ich komme mit der Kamera. I'm spinning in an orbit I ain't never been in. Cause you're the one who's out of this. You're the one who's out of this. You're the one who's out of this.